Herzlich willkommen bei Talk About, dein Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ich freue mich heute wirklich sehr. Ich habe ein berührendes Thema und vor allen Dingen einen ganz, ganz berührenden Gast. Er folgt dem inneren Ruf und der Notwendigkeit, Menschen den Kontakt zu ihrer ureigenen Natur wieder zu erleichtern und in den direkten Kontakt mit dem Rhythmus und dem inneren Potenzial zu bringen. Er ist ein ganz bekannter Osteopath und Autor des GU-Ratgebers Faszientraining für Rücken und Nacken. Wichtiges Thema heutzutage. Und ganz besonders berührt hat mich, und das war auch für mich die Initialzündung, unbedingt mit ihm sprechen zu wollen, sein Kinderblüte-Podcast, wie Kinder zum Erblühen, was sie sein können, oder wie Kinder zu Themen erblühen, was sie sein können. Und das würde ich auch wahnsinnig gerne heute zum Thema machen. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Ried. Hallo. Schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon. Ich habe Gänsehaut jetzt eben, deswegen auch die Versprecher schon wieder bekommen bei diesem Thema Kinder zum Erblühen bringen, weil ich habe selbst was anderes erlebt. Ich erlebe habe in meiner Generation mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer was anderes erlebt. Wenn ich mit denen, ich habe ja jahrelang auch systemisch gearbeitet, geforscht habe über ihr System, ihre Herkunftsfamilie, habe ich auch immer andere Sachen gehört. Heute hat man manchmal ein bisschen den Eindruck, es sieht schon anders aus oder es gibt Hoffnung, ja, und du bist jemand, der da Vorreiter ist. Aber wie kommt man, Stefan, zu so einem Thema, das so berührt, das so tief an die Wurzeln geht? Wie ist denn da die Story? Wie bist du dazu gekommen? Das hätte ich mir vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können, dass ich mich erstens, dass ich das täglich mache, mit Menschen und Kindern so in Kontakt zu treten, was eben nur auf einer Verbindung geht, so von Herz zu Herz bei Kindern. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können vor 15 Jahren, dass ich damit auch noch mich so öffentlich oute. So. Mhm. Ich bin durch meine Kinder ein Stückchen, vor allen Dingen durch meinen Sohn, dazu ein Stückchen genötigt worden fast. Ja, und das war, wir haben uns immer, ich habe mir immer Kinder gewünscht, ich weiß zwar nicht warum. Mhm. Das war immer ein Thema, unbedingt Kinder haben zu wollen. Und als mein Sohn dann halt im Mutterleib da schon eine Diagnose in der Prädataldiagnostik da war, dass es nicht so einfach werden würde, ob er sozusagen halt bleibt oder nicht. Okay. Das hat mich einfach mit meinen Punkten, mit meinen Themen Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust total in Kontakt gebracht. Ja. Und wie gesagt, es ist im Endeffekt, wird jetzt demnächst 12 und ihm geht's gut. Und so die schulmedizinische Thematik, die hat auch sein Leben gerettet, muss man auch ganz klar sagen. Das macht mich auch sehr demütig, nicht zu sagen, zum Beispiel, mein Bereich Osteopathie ist allein glücklich selig machen, sondern Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten, solche Themen. Ja, war eine große Operation an den Nieren dann notwendig. Ja, aber das hat mich dazu gebracht und dann kam relativ schnell, ohne dass wir es geplant haben, gewollt haben, meine Tochter dazu. Mhm. Und die natürlich eben auch, und das verstehe ich jetzt erst im Nachhinein, dadurch, dass Kinder spüren halt zwischen den Zeilen, dass natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dann natürlich auf ein Kind, auf ihren Bruder geht, der, ohne dass sie das verstanden hat, als kleines Kind, der halt mehr im Fokus stand, der Aufmerksamkeit, aber nicht, weil wir sie weniger geliebt hätten. Im Gegenteil, also, weil das war einfach notwendig, er brauchte manchmal mehr Aufmerksamkeit. Und das, alles das, auch ihre Art, sich dann ihren Platz so richtig und ihren Weg ins Leben so mit ganz viel Energie und ganz viel Power, das hat uns, oder mich und uns als Familie auf den Weg gebracht. So, da bin ich heute immer noch. Wow. Ja. Ja, wie sagt man, ein bekannter Autor, den ich schätze, beschreibt das so schön, vom Leben gevögelt. So fühle ich mich manchmal. Ja. Ja. Das ist nicht ganz freiwillig. Ja. Meine Frau hat mir ganz kurz, ich habe das nicht recherchiert, ich mache das manchmal sehr gerne bewusst nicht, um auch sehr offen zu sein und nicht irgendwie vorher schon Bilder oder irgendwas zu haben. Mhm. Ja, es heißt im Asiatischen ja, wenn du was lernen willst, musst du erstmal deine innere Tasse leeren sozusagen. Ja. Und das hört sich jetzt aber sehr emotional an, pränatal. Das heißt, dass im Mutterleib jetzt bei deinem Sohn schon etwas diagnostiziert wurde, das hast du gesagt. Ja, und wurde das dann im Mutterleib operiert oder? Es wurde im Mutterleib punktiert mit einer Nadel, die man in den Mutterleib durch die Bauchhöhle meiner Frau reingestochen hat. Ja. Wow.
Wunder der Chirurgie und Wunder der Medizin da, ne? Also das ist ja definitiv wirklich, ist ja wirklich großartig. Ja. Ja, das prägt natürlich eine Familie. Und das würde mich jetzt doch mal interessieren, wie es dann weiterging, wie, so in Kurzform bis zum Kinderblüte-Podcast und mal so ein bisschen, ich würde gerne hier jetzt Werbung machen für diesen Podcast, weil ich glaube, naja, weißt du, es ist ja nicht nur, dass wir selbst auch Kinder haben und die Zuschauer und Zuhörer Kinder haben, sondern es ist ja auch so, dass wir ja selbst auch immer Kind sind und immer Kind bleiben werden und dieses Kind in uns haben und das auch oft nicht aufgeblüht ist, ja, und sich danach sehnt aufzublühen. Und vielleicht können wir da so ein bisschen heute lang marschieren. Von daher würde mich das wirklich interessieren, für diesen Podcast auch ein bisschen Werbung zu machen und dann mit dir gemeinsam mal zu forschen. Was kann man denn da tun für sein Kind, sein inneres Kind, um da tatsächlich etwas zum Aufblühen zu bringen? Wäre das okay für dich? So? Absolut, absolut. Das ist eigentlich auch meine Mission dann ein Stückchen weit daraus erwachsen. Da ist der Kinderblüte-Podcast und das alles entstanden. Einmal aus den erstmal nicht so positiven Erfahrungen von diesen Themen, aber auch aus dem wiederum, dann, wenn ich in Kontakt mit anderen Kindern, mit Patientenkindern bin, die Leichtigkeit und auch die Selbstverständlichkeit, mit der trotzdem, trotz allem, was da ist, Kinder eigentlich auch blühen können und wollen, so jeder von uns, auch als Erwachsener noch, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ist eigentlich meine Mission, zu sagen, was auch mit dem Podcast eben, deshalb sind da auch provokante Themen dabei, die nicht mainstream-mäßig derzeit aktuell sind, wie Schule, was macht Schule mit uns, was macht Kitas, was macht die kindliche Frühbetreuung gerade jetzt letzte Woche online. Und das sind Themen, die mich neben der Osteopathie einfach anmachen, weil ich sage, geht, einfach Aufklärung zu machen und Eltern bewusster zu machen. Ja? Du hast ja, du sagst, dein Sohnemann ist jetzt 12, habe ich das richtig? Wird 12 im Dezember, wird 12, aber der Podcast ist ja noch keine 12 Jahre alt. Da muss es ja irgendwo noch so einen Zwischenweg gegeben haben oder auch dann irgendwo so eine Initialzündung oder so eine Einsicht. Wie ist das gewachsen? Ja, naja, also die erste Zeit nach dieser Thematik im Mutterleib, nach der großen Operation, nach 6 Wochen, also das heißt, als er auf die Welt kam, nach 6 Wochen musste er wirklich tatsächlich chirurgisch operiert werden. Später hatten wir weiter noch Besuche im Krankenhaus, Aufenthalte. Da die ersten Jahre war da an irgendwas Kinderblüte technisch nicht zu denken. Das Erste, was mich auf den Weg gebracht hat, ich habe Bücher in die Hand gespielt bekommen von wem auch immer, von Alberto Bioldo. Das ist ein amerikanischer, eigentlich Anthropologe, der eigentlich dann in den Amazonas, Perus gegangen ist, und ich habe einfach die Bücher gelesen und habe gedacht, das ist das, was du spürst, das ist das, was du irgendwie weißt, und das ist das, was auch jetzt hier vielleicht für das war ganz egoistisch für deine Familie, was es an Heilung braucht, und bin dann mit ihm 2 Jahre durch das Medizinrad gereist, sozusagen, und habe das dann auch ein Stückchen weit auch gemacht oder integriert, aber nicht ins Berufliche umgesetzt. Ich habe mich nie gesehen als den Schamanen, der jetzt seine osteopathische Praxis schließt und dann sozusagen mit der Rassel um die Patienten springt. Das passt nicht, das bin ich nicht. Aber ich habe gerade die Rituale, die Initiationen haben mich unglaublich, das war die Initialzündung. Also so verschiedene Dinge zu öffnen in meinem energetischen Feld, das hat glaube ich, ganz viel ausgemacht. Und trotzdem hat es dann nochmal einige Jahre gebraucht, um dann halt nochmal ein lebensveränderndes Seminar zu besuchen, wo man einfach sich nicht nur das Licht, sondern auch vor allen Dingen den Schatten, den eigenen anschaut. Und ab da, das ist jetzt 3, 4 Jahre her, das können wir ja auch sagen, das nennt sich One. Also das ist ein Seminar, was verschiedene Menschen anbieten, die wirklich auch Menschen mit in Kontakt bringen, mit allem, was zum Menschsein dazugehört, ohne Tabus. Ja. Und genau, das ist jetzt 3, 4 Jahre her, und das hat mich dann, das war dann wirklich die Zündung unter der Rakete, zu sagen, so, und
du musst einfach raus damit. Und dann ist vor 2 Jahren ist dann dieses ganze Projekt gestartet. Wow, super. Ich habe gerade sehr Gänsehaut bekommen, ja. Weil ich natürlich als Quechua und Inka-Schamane, das weißt du, glaube ich, gar nicht, 6 Jahre lang diesen Weg gegangen bin und die komplette Ausbildung genossen habe und ja, die Quechua-Welt gut kenne und mit Munaiki und all dem drum und dran sehr, sehr lange gearbeitet habe. Und das ist sehr, sehr spannend. Also da kriege ich natürlich jetzt schon Gänsehaut und natürlich da kann ich auch gerne Werbung für machen. Also die Bücher von Alberto Villoldo sind wirklich gnadenlos gut und die Welt dahinter ist fantastisch. Also die alte Inka-schamanische Welt, da können wir sehr, sehr viel von lernen. Ich möchte diesen Bereich in meinem Leben absolut nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also meine Kinder lieben das auch. Also wir haben uns einiges davon eben mitbehalten, die Despacho-Zeremonien, die wir gemeinsam machen. So Gebetsbündel sind das. Gerade so zur Jahreswende ins neue Jahr machen wir das. Altes Verbrennen, Feuerrituale, das ist eben auch was, was ich ganz toll. Das, den heiligen Raum. Den heiligen Raum öffnen, ja. Viele unserer Seminarteilnehmer, die das jetzt hören, die kennen das und das ist sehr spannend. Schön. Ich finde das manchmal interessant. Wir sind ja nun wirklich, wir haben jetzt gar nichts voneinander ausgetauscht. Nee. Wir sind irgendwie so kurz empfohlen worden und ich bin gleich auf das abgefahren. Und es ist immer witzig, wenn man im Nachhinein so merkt, was da eigentlich so an Energien alles dahinter steckt. Ja. Das kriegt ja unser Wachbewusstsein alles gar nicht mit, warum wir uns begegnen und warum wir tatsächlich Dinge tun oder eben halt nicht tun. Ja. Schön. Lass uns ruhig noch mal kurz ein bisschen Werbung machen für den Kinderblüte-Podcast, weil das wirklich sehr spannend ist. Kannst du mal so einen kleinen Abriss geben, um welche Themen es da geht, damit hier die Zuhörer und Zuschauer wirklich da noch tiefer dran sind, weil es sehr spannend ist? Im Prinzip hauptsächlich geht es natürlich um meinen Zugang der Osteopathie, wo ich gemerkt habe, dass überosteopathische Behandlungen, die eben über das Knocheneinrenken hinausgehen, und das findet bei Kindern für mich nicht statt, dass das einfach zu erklären und mehr Menschen zu öffnen, was wie das funktioniert, weil es von außen schwierig zu verstehen ist, warum passiert da was, wenn der nur die Hände drauf liegen hat. Da ist dieser Teil der Osteopathie eben sehr nah auch, deshalb hat mich das auch geöffnet zu zum Beispiel, was wir in der Osteopathie als Flüssigkeitskörper behandeln, ist im Schamanismus der Lichtkörper. So, das ist also alles sehr, sehr nah. So, Osteopathie, Menschen näher bringen, wann kann es was helfen für Kinder, wo, warum, aber eben auch alles, was ich tagtäglich in der Arbeit erlebe. Also ich teile nichts, was ich nicht irgendwie wo ich nicht selber mich mit beschäftige oder wo ich ganz viele Patienten zu haben, eben von den Themen Gesundheit, Impfen, Ernährung, wie gesagt, was macht das, wie geht es Kindern in Kitas, was passiert in der Schule, so die ganzen Rahmenbedingungen, wie können wir als Eltern auch sozusagen, oder was ist vielleicht ein bisschen unsere Aufgabe heute als Eltern, wo wir was lernen dürfen, wie können unsere Kinder unsere Lehrer sein, in welcher Generation leben wir jetzt, wo wir eigentlich total, vierte Nachkriegsgeneration abgesichert, vielleicht teilweise, wenn ich das mal so sagen darf, wohlstandsverblödet, manchmal ein bisschen nicht eingenommen, ne? Bis zu dem Punkt, deshalb sage ich vom Leben gevögelt, bis zu dem Moment, wo mein Sohn dann halt diese ganze Thematik mitgebracht hat, dann hat man sich vor allem, was irgendwie an der Oberfläche kratzen, alles, was irgendwie wehtun könnte, hat man sich einfach gedrückt. Das ist menschlich, das ist normal. Das ist energiesparendes Gehirn. Also und das versuche ich irgendwie in eine Sprache und in das zu packen, wo Eltern das annehmen können und vielleicht für sich was mitnehmen. Sehr schön. Und das ist nicht nur für Menschen interessant, die Kinder haben, sondern tatsächlich auch für Menschen, die sich für Menschen interessieren. Ja, also die, wie ich beispielsweise, einfach mit vielen Menschen arbeiten, sie besser verstehen wollen und vor allen Dingen die Wurzeln besser verstehen wollen. Ja. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Kinderblüte Podcast von Stefan Ried. Sehr schön. Ja, Stefan, dann lass uns doch mal das Thema ein bisschen aufbohren, wie wir
Kinder und damit auch letztendlich uns, also unsere inneren Kinder, zum Erblühen bringen. Ich bringe so die These mit, dass wir eigentlich schon ziemlich erblüht auf die Welt gekommen sind. Also im Grunde genommen alles mitgebracht haben. Ich würde sogar sagen, dass wir per se dafür gemacht sind, dass wir designed sind, zu erblühen. Und wenn ich so in kleine Kinderaugen gucke oder Babyaugen gucke, dann kann ich das auch, wenn ich irgendwelche pränatalen, ich will jetzt auch nicht zu spirituell karmisch oder wie auch immer, also wenn nicht schon auch, lassen wir es mal ruhig, im Mutterleib so viel Dinge kopiert und übermittelt wurden, dass das vielleicht schon von Anfang an ein bisschen anders aussieht. Aber so, ich sag mal, bei vielleicht 98% aller Babys, die auf die Welt kommen, wie gesagt, wenn da nicht vorher irgendwo schon eine starke Prägung da war, hat man das Gefühl, die blühen schon. Ja, es kommen tatsächlich immer mehr Kinder eigentlich, die auch weiterhin einen direkten Draht, die Standleitung weiterhin beibehalten. Das sind dann teilweise Kinder, die man als Träumer abtut, ne, die halt heute nicht reinpassen. Mhm. Also früher oder jetzt vor einigen Jahren haben nur die Zappelkinder nicht reingepasst. Jetzt passen die Träumer auch nicht mehr rein, weil die sind ja zu langsam und halten dem Tempo nicht mehr stand. Aber ich bin definitiv bei dir, das sehe ich genauso. Gerade bei ganz kleinen Kindern, die kommen, also die sind ja eigentlich pures Bewusstsein, ohne es jetzt eben, wie gesagt, zu spirituell zu machen, aber sie sind Bewusstsein, natürlich ohne alles das drumherum. Und das ist auch das, worauf wir uns in der Osteopathie ganz stark beziehen, ist eigentlich, dass dieser Embryo, das sind die ersten 8 Wochen, da ist eigentlich alles schon entwickelt, alles schon da, dass es da eben, wir nennen das einen Blueprint, also einen Abdruck, eine perfekte Blaupause gibt für unser Erblühen, für das, was wir alles sozusagen machen können, was wir Potenzial entfalten können. Und das, wenn wir Menschen, auch Erwachsene, damit wieder in Kontakt bringen können, dann ist es bei Kindern eben so, dass es häufig unglaublich schnell geht, dass sie ihre Aufmerksamkeitsprobleme loswerden, ihr durchschlafen können. Bei Erwachsenen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, die erleben eine unglaubliche Art von Entspannung. Also das heißt, wenn du Erwachsene hast, die du so behandelst osteopathisch, dann schlafen die kurz ein, werden wieder wach und sagen, oh, hab kurz geschlafen und geht sofort weiter. Die können das teilweise manchmal, oder sie sind sogar erschrocken und kommen immer wieder. das ist, da kommt man in Kontakt mit was man gar nicht fassen kann, dass das immer noch da ist. Also dieser, deshalb sagen wir, Gesundheit ist immer da, auch in Krankheit, auch wenn ich schwerkranke Menschen in der Praxis habe, darf im Moment gerade einen Patienten begleiten in einer schweren Phase von Leukämie. Das ist unglaublich. Ich tue ja eigentlich nichts. So, also der kommt zu mir und ich gucke zu, quasi als Osteopath, wie er für diese halbe Stunde zurückgeht zu seinem Ursprung und dann geht er durch diese Stammzellentherapie durch als Unterstützung. Trotzdem braucht sie Schulmedizin. Aber die sind selber überrascht davon, seine Onkologen, wie gut es ihm geht damit. Und deshalb ist das so spannend zu teilen mit Kindern, wie du gesagt hast, mit Kindern oder mit Eltern, aber auch mit Erwachsenen. Dieser Embryo, der ist immer in uns. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, ich bin gerade völlig fasziniert und ich merke, dass ich habe Erfahrung mit Osteopathie und sehr, sehr gute Erfahrung. Und für mich ist die Osteopathie so ein bisschen wie auch die Homöopathie echte Medizin, aber ich kann es eigentlich nicht erklären. Das ist was ganz Intuitives bei mir. Ja. Und wenn ich jetzt dich schon mal hier habe, vielleicht geht das vielen anderen auch so, weil hat ja irgendwie was Magisches. Kannst du mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, weil du sagst gerade, du machst ja nichts. Das ist ja spannend, ja. Und was machst du? Also was ist die Osteopathie? Was machst du, dass du nichts machst? Oder kannst du das mal ein bisschen aufnehmen? Also auf der ganz, wenn wir verschiedene Wahrnehmungsebenen mal hernehmen, auf der ganz stofflichen Ebene ist es natürlich schon so, dass wir Ursachenfolgeketten behandeln, dass wir Dinge behandeln, die in Verbindung stehen auf der körperlichen Ebene miteinander. Leute, das ist, was viele Menschen erleben, mit Nackenschmerzen oder mit Rückenschmerzen und der Osteopath behandelt oder legt die Hände oder behandelt sanft am Magen oder woanders. So, das ist das klassisch Osteopathische, was viele schon erlebt haben, dass es Fernwirkungen gibt, dass der Körper ein Ganzes ist, also ganzheitlich.
Das ist diese Wahrnehmungsebene und es gibt natürlich nochmal eine Ebene oder zwei bis drei Ebenen unten drunter. Und die kommen eben zur Behandlung von Kindern und zum Beispiel Schwerkranken oder älteren Menschen, wenn du sie in diesem, also es ist total spannend, wäre total spannend, du kennst es aus dem Schamanischen. Eigentlich ist das Osteopathische das Gleiche. Es ist total spannend, auch Menschen auf der anderen Seite zu begleiten, am Ende ihres Lebensweges. Weil das immer da ist, also dass diese Wahrnehmungsebene bedeutet, dass wir versuchen zu spüren, was es gibt gewisse Rhythmen im Körper, ja, es gibt den Puls, es gibt den Herzschlag, es gibt die Atmung und wir glauben, dass es eben andere Rhythmen gibt, die wir wahrnehmen können, etwas schnellere Rhythmen, die wir den kraniosakralen Rhythmus oder den primären Atemmechanismus nennen, den lässt sich sehr schön wahrnehmen am Kopf, am Schädel, am Kreuzbein. Das haben viele schon erfahren, das ist eben dieser kraniosakrale Ansatz, weil wir schauen, wie fließt die Flüssigkeit, der Liquor darin, wie bewegen sich die Anteile des Gehirnes, alles das. Das ist die nächsttiefere Schicht und es gibt halt noch eine Schicht unten drunter und da versuche ich irgendwie ein Stückchen halt manchmal zu surfen und das bedeutet dann einfach nichts zu tun, also so leer und so neutral zu werden, ja, dass nur dadurch, dass du da bist und eigentlich zum Beispiel bei einem Kind, also du tust dem Kind nichts, sondern du musst zum Kind. Also das Kind ist der Heilere und der Gesündere und der Teil, der näher dran ist, nicht ich. Ja, also wow. Das heißt, ich muss dahin, zu einem Treffpunkt und wenn in dem Moment alles passt und dann werde ich vielleicht an diesem Treffpunkt abgeholt vom Kind. Wow. Und dann geht's halt in verschiedene Ebenen von, nennen wir es mal Stille, von, ja. Und dann passiert, dann hat man manchmal das Gefühl, dass es natürlich, dass es passiert ganz, ganz, also mir noch selten, ich hoffe, es gibt Kollegen, die sind da schon viel weiter, dass du einfach das Gefühl hast, okay, jetzt gibt's einen Rhythmus, der durch dich durchfließt, der ganz langsam ist, wir nennen es die Tide, also es ist wie so eine Ebbe und Flut, das macht halt einmal, alle paar 10 Minuten macht es einmal wusch und dann ist die Behandlung passiert. So. Wow. Oder hat etwas behandelt durch dich und das kennst du sehr gut. Das weiß ich, wenn du diesen Weg auch beschritten hast, dass das eigentlich auch dieser schamanische Ansatz ist. Eben nicht, Alberto beschreibt es so schön in seinen Büchern, dass der alte Schamane nicht in dem Dorf nicht für Regen, also das Dorf hatte eine Hunger oder eine Dürre, eine Hungersnot und der alte Schamane hat dann hinterher gesagt, was hast du gemacht, dass es geregnet hat? Ich habe gesagt, ich habe Regen gebetet. Nee, du hast für Regen gebetet. Nein, ich habe nicht für Regen, ich habe Regen gebetet. So, ja. Also das heißt, du wirst zu dem, ja, das... ich bin vollkommen geflasht hier, weil ich krieg einen Gänsehautschauer nach dem anderen, weil natürlich jetzt mich berühren gerade die vielen Jahre schamanische Arbeit. Und da ist so viel drin. Also auch wenn man das rein von einer ganz anderen Ebene sich anschaut. Ich habe ja vor vielen Jahren mal ein Video gemacht, du musst sein. Du musst erst sein, was du werden willst. Und das ist im Grunde genommen das, dass wir dieses Potenzial, was wir haben, wirklich lernen müssen, wieder zu erkennen, anzuzapfen, uns dem hinzugeben und diesen und dann können wir auch diesen, ich nenne das gerne so diesen göttlichen Flow erleben, ja, wenn so alles, wenn man das Gefühl hat, die Zeit steht still und man merkt, dass hier Heilung geschieht und man nichts damit zu tun hat, also außer dass man ein Teil dessen ist, ja, und etwas viel Größeres wirkt. Darf ich mal neugierig fragen, arbeitest du dann noch ganz still, auch wenn du die Rassel nicht rausholst, irgendwo so im heiligen Raum, sind die Spirits dabei, rufst du sie oder ist es für dich irgendwo auch so selbstständig geworden, dass du weißt, dass es eh immer da ist? Wie ist es bei dir? Ja, beides. Kommt immer drauf an. Also es ist beides. Ich weiß, dass es immer da ist auf der einen Seite, aber manchmal ist es auch gut, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, da geht es einfach darum, wie läuft mein Leben sonst so. Ja. Bin ich hier in einer Großstadt in München. Das heißt, es hilft schon auch öfters, wenn ich das Gefühl habe, oder eben mit Kindern zu arbeiten, bedeutet auch, dass du immer einen kleinen heiligen Raum für dich und das Kind öffnest, weil manchmal du dem Kind einen Moment nur verschaffen musst, wo die Erwartungshaltung zum Beispiel der Eltern
ein bisschen abgeschirmt ist. Mhm. Das heißt nicht, die Eltern auszuschließen, aber das Kind, ja, das ist einfach, was können wir als Eltern gar nicht anders, als dass wir da drauf schauen und das engt einfach den Space, die Möglichkeit des Kindes zu dem zurückzugehen, was wir gerade besprochen haben, engt es einfach ein. Das kann ja nicht funktionieren. Und also ich mache beides. Sowohl habe ich häufig das Gefühl, dass ich eher wieder erinnert werde, dass da wieder was da ist, aber ich brauche manchmal schon auch noch das Bewusste. Ja, es ist manchmal schade, dass unserer Kultur sowas gar nicht beigebracht wurde. Und wenn man sich anschaut, wie frei diese Spirit-Welt ist, die ja gar nicht irgendwie dogmatisch irgendwie, so wie wir es hier leider kennengelernt haben durch Kirche und so weiter, also dogmatisch ist, sondern wie frei das alles sein darf und wie es nur darauf ausgerichtet ist, Unterstützung zu bekommen. Ich nenne das jetzt mal einfach ganz offen Unterstützung vom Universum, ohne jetzt irgendwas Bestimmtes anzusprechen, Gott oder wie auch immer, sondern einfach zu verstehen, dass wir nicht alleine sind, wie viel Sicherheit das gibt, wie viel Sicherheit das unserem Nervensystem gibt. Also unsere Seminare finden immer in einem heiligen Raum statt und kein Seminarteilnehmer bemerkt es und weiß es, weil ich kein Thema mehr daraus mache, aber weil ich natürlich weiß, was Sicherheit bedeutet und was Unterstützung bedeutet. Und es gibt ja einen Grund dafür, warum bei uns Menschen 10, 20 Mal zu Seminaren kommen und sich hier wie zu Hause fühlen. Und es ist halt einfach etwas, ich muss ja auch mich selber mit mir zu Hause fühlen und ich möchte ja auch, dass der Mensch, der mit mir arbeitet, sich zu Hause fühlt in meiner Welt, in meiner inneren Welt. Und vielleicht sind wir ja im höchsten Sinne des Spirituellen, und ich will das jetzt hier gar nicht so ausmalen, sowieso gar nicht getrennt voneinander. Vor allem. Von daher ist das so wichtig, sich dafür zu öffnen, dass selbst sogar das große Heilungsgeschenk nicht durch mich geschieht, sondern eben halt durch etwas Größeres und vielleicht sogar viel mehr, und davon gehe ich aus, durch mein Gegenüber, der eigentlich kommt und glaubt vom Kopf her, ich bin hier der Patient oder so. Und dabei, ja, weil er diese Größe, diese Wahrnehmung seiner eigenen Größe verloren hat und die Wahrnehmung seiner eigenen Möglichkeiten und seines Potenzials, ja. Das ist ja unser Bereich, wo wir Menschen dran erinnern und sie da wieder wach machen und ihnen helfen, das zu verkörpern. Und das ist so wichtig, weil du das vorhin im Eingang eben gesagt hast, das ist eigentlich auch dann der Schlüssel, deshalb ich das nicht nur in der Praxis den Kindern zukommen lassen möchte, sondern auch die Eltern, den Rahmen, weil wir ihnen auch wieder mitgeben, dass das da ist, weil wir engen natürlich sonst ein Stückchen weit eben das Entfalten, das Erblühen unserer Kinder einfach ein, was gar nicht sein muss. Und, das ist häufig toll, dann zuzuschauen, zu erleben, dass die Kinder dann plötzlich zur Achse werden, um dass plötzlich alles andere anders beginnt, sich zu kreisen und zu orientieren, wo ich manchmal das Gefühl habe, die Eltern wissen gar nicht warum, aber sie sagen dann, ja, nee, wir haben uns jetzt anders entschieden, wir machen es jetzt anders. Keine Ahnung, wir ziehen um oder wir suchen eine andere Schule für das Kind. Das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das Kind fängt an, zum Drehpunkt zu werden, dann das ist cool. Ich würde gerne mal ein kleines Thema hier outen, weil ich spüre so im Feld, dass es jetzt schon viele Menschen gibt, die berührt sind von dir als Mensch und von dem, was hier fließt, und die sich vielleicht fragen oder sagen, oh, mit dem würde ich gerne mal arbeiten oder da würde ich gerne mal eine Behandlung haben. Und jetzt oute ich mal ein Feld, du genauso wie ich, wir beide haben natürlich gelernt, Fernbehandlung zu machen, über die Entfernung zu arbeiten. Machst du das noch? Also ich mag und brauche den Kontakt mit Menschen. Okay. Also ich also ab nach München dann alle. Ja, also es okay. Vielleicht ist es auch nur eines meiner Glaubenssätze. Ich hatte tatsächlich mal einen Freund in Australien vor 2 Jahren, der ein Thema mit seinem Kind hatte und der mich dann einfach angerufen hat, und ich habe auch da eigentlich nichts gemacht. Also das Kind hatte eine unbekannte eben Durchfall und Brechen, Erbrechen auf alles Mögliche. Also vielleicht verschließe ich mich dann noch dem, weil ja, es hat dem Kind geht's gut, alles gut. Ob ich das war, ich habe keine Ahnung. Hast du auch schon lange nicht mehr gemacht? Menschen können mit mir in Kontakt treten, auch über die Online-Welt. Also ich mache eigentlich Beratungen. Ich würde es jetzt nicht Fernheilung nennen, aber ich mache Beratungen, und was dabei passiert, lassen wir mal dahingestellt sein. Ja. Spannend, gut.
Also, klopft alle an beim Stefan, vielleicht will er ja neue Erfahrungen da machen nochmal. Das finde ich, also das ist wirklich eines der tollsten Geschenke eigentlich an der Osteopathie, ist, dass man wirklich, also so demütig wird zu sagen, du lernst von jedem Patienten. Ja. Und jedem Menschen, der mit dir in Kontakt treten möchte, lernst du was. Das ist, das ist ein tolles, ein Riesengeschenk. Ja. Ich frage das nicht umsonst, weil natürlich durch unsere gemeinsame Herkunft und Verbindung spüre ich hier während des Interviews etwas und spüre Präsenz und es verliert sich der Raum der Entfernung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da München ist und hier ist Emmendingen oder so, sondern es ist sehr, sehr präsent und ich spüre es auch körperlich. Und deswegen habe ich nachgefragt. Ne? Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. So, was bitte, lass uns doch mal sammeln in einem Mini-Kurs. Was um Herrgotts Willen ist es denn, worauf wir achten dürfen mit unseren inneren Kindern, mit unseren äußeren Kindern? Wodurch verlieren sie denn ihr Blühen so schnell? Lass uns doch mal sammeln, dass man da vielleicht ein bisschen achtsamer wird im Alltag. Ganz am Anfang sind häufig Themen, wo wir als Eltern überfordert werden im ersten Lebensjahr, wo wir eben in Kontakt kommen mit, wenn ich jetzt nicht genügend Schlaf kriege, um mal eines der Hauptthemen anzusprechen bei kleinen Kindern, dann sterbe ich. Also unser Ego will uns sagen, Schlafentzug mit einem kleinen Kind bedeutet, du stirbst. Das tust du nicht. Das tust du nicht. Liebe Eltern, das tut ihr nicht. Du und ich, wir haben auch Erfahrungen eben machen dürfen, dass nicht alle Eltern machen dürfen, wie viel mehr möglich ist, was wir alles leisten können, viel mehr als das, was wir gelernt haben. Aber solche Dinge fangen natürlich dann an, Kinder sehr stark einzuengen, weil das ist eines der ersten Verletzungen, die wir unausgesprochen Kindern eben mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt, so wie du bist, du schläfst halt nicht oder du bist noch irritiert, du bist noch nicht in dieser Welt angekommen, so bist du nicht okay. Das ist, nenne ich mal, eine der ersten Verletzungen, die vielleicht das Kind erfährt. Und das betrifft verschiedene Sachen. Das betrifft Schlaf, das betrifft Anhänglichkeit, da trifft die Sicherheitsbedürfnis des Kindes auf die Autonomie, das Riesenautonomiebestreben und Individualität, dass wir uns auf die Fahnen schreiben heutzutage. Wir müssen ja, sind ja so individuell verschieden und ganz speziell eigentlich nicht. So, das zeigen uns unsere Kinder auch, dass es gewisse Grundbedürfnisse gibt und, Schlaf, Anhänglichkeit, kleppende Kinder, anhängliche Kinder. Und immer wenn wir da anfangen, bedeutet nicht, dass wir nicht um Lösungen bitten oder auch nach einer Lösung suchen dürfen, aber nicht mit dem ich muss das loswerden oder ich muss das Kind ändern. So, das versuche ich wirklich, da versuche ich Eltern aufzufangen, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, zu sagen, aber guck mal, warum macht das dein Kind? Was passiert da vielleicht? Warum ist es nach einem Notkaiserschnitt, will das einfach am liebsten wieder zurück in den Mutterleib kriechen? Ja. Das würde ich auch wollen. Ja, das ist Nervensystem, das ist Biologie, genau. Das ist normal. Ja. Das ist normal, das würde ich auch. Das ist die Natur des Menschen. Das ist wie du so schön in einem deiner Podcasts, die ich jetzt gerade die Tage nochmal gehört habe, das ist ein evolutionärer Imperativ. Das ist... Unsere Anteile, die Amygdala, die ist stärker als alles andere. Das muss man Eltern mitgeben, zu sagen, das Verständnis für auf welchen, Kinder sind nur reines, pures Bewusstsein auf der einen Seite, sind aber auf der anderen Seite trotzdem auch Säugetiere. Und dieses Säugetiere-Gehirn, dieser Anteil am Anfang dominiert das Kind. Und da, glaube ich, kann man ganz viel dem Kind einfach Freiraum geben und uns nicht so einengen, wenn man das verstanden hat. Dann hat man einfach ein tieferes Einfühlungsvermögen und eine größere Empathie. Und dann im zweiten Schritt, aber das schaffe ich, oder das ist echt noch schwierig. Und wenn ich mich zurückversetze in meiner erste Zeit mit meinen Kindern, in dem Moment willst du das auch nicht hören, da hast du auch gar keine Kapazitäten für. Aber es wäre schön, in solchen Momenten gelernt zu haben, vorher schon, dass da auch was drin steckt, dass da ich bei mir auch was getriggert wird und ich nachschauen könnte für mich, wie wurde denn mit mir umgegangen? Warum kämpfe ich so dagegen oder was kommt da für ein Gefühl hoch? Hat das eben vielleicht was mit meinen ersten Zeit zu tun? Will ich diese über Generationen weitergegebenen
Verletzungen, Traumata, Glaubenssätze, will ich die ungefiltert weitergeben an mein Kind? Oder gehe ich den etwas unbequemeren Weg und gucke mir auch an, was bei mir war und wie das war? Also hier so das Kind als Spiegel und als Lehrer anzuerkennen, ja. Habe ich das verstanden? Definitiv, ja. Genau. Ja, super. Also ich ist ein Gänsehaut-Podcast, merke ich. Mich berührt das enorm. Weil das ist natürlich genau das, wo wir auch immer wieder drüber sprechen. Und wenn man das jetzt nur auf den Erwachsenen überträgt, was du gesagt hast mit den Bedürfnissen, ich meine, wir sind Säugetiere. Und auch wenn wir einen Verstand haben, den wir aber nicht so nutzen, wie wir es eigentlich nutzen könnten, dann würde die Welt anders aussehen. Ja, wir sind mehr Säugetier als Verstand und wir sollten mehr darauf hören wieder. Dann ist es doch so, dass unser höchstes Bestreben tatsächlich Sicherheit ist. Ja, Berührung, Sicherheit, Präsenz, füreinander da sein. Präsenz, ja. Und das ist das, was sich später in Beziehung zeigt. Alles, was du da gerade erzählt hast, diese Bedürfniswelt des kleinen Kindes, zeigt sich in der Beziehung eines 25, 30 oder 40-Jährigen, wenn er wieder in der Beziehung ist. Und da entsteht genau der Beziehungsstress. Ich sage immer so flapsig raus, wenn zwei Erwachsene sich streiten, streiten sich eigentlich zwei Kinder. Ja, die beide mit ihren Bedürfnissen irgendwann mal sehr, sehr, sehr zu kurz gekommen sind, nicht gesehen wurden und den Rückschluss irgendwo so mitgenommen haben, sie wären nicht wertvoll, sie wären nicht genug, sie wären nichts wert oder so. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Und damit aufzuräumen, glaube ich, bedeutet auch tatsächlich einen Riesenschritt zu tun in Richtung Verbesserung, Veränderung dieser Welt, achtsamerem Umgang mit der Welt, achtsamerem Umgang miteinander. Und das ist ja letztendlich die Welt. Wir sind ja die einzigen Wesen auf dieser Welt, die tatsächlich sich auf dem besten Weg machen, diese Welt zu zerstören. Ein anderes Säugetier würde das ja nicht tun. Und ich habe zum Beispiel für mich dann auch festgestellt, natürlich habe ich da noch ein Stückchen tiefer gegraben. Klar berührt mich, hat mich das alles mit meinem Sohn und dem natürlich ein Stückchen auch berührt, weil ja, dann gräbst du auch für dich ein Stückchen tiefer. Was ist vielleicht dein Anteil? Den willst du vielleicht auch auslösen oder ablösen, damit du nicht jetzt trotzdem musst du ja dein Kind trotzdem irgendwann freigeben. So, trotz all dieser Geschichte, die wir haben, musst du ihn ja loslassen irgendwann. Der soll ja zu einem selbstständigen, glücklichen jungen Mann werden. Ist er schon, aber, ne? Und dann kommst du, es ist schön, du gehst dann zurück und dann kommst du auch mit deinen, also ich kam mit meinen Eltern nochmal in Kontakt mit meiner Mutter und dann hat die gesagt, ja, früher war das halt einfach ganz anders noch im Krankenhaus. So, du warst halt die Erste. Jetzt verstehe ich das, weil du beschäftigst dich damit, du liest, du machst deine Ausbildung, diese erste Golden Hour, die erste goldene Stunde der Bindung, wo du kommst auf die Welt, es ist plötzlich kalt und du musst atmen, du musst verdauen, das kanntest du nicht, du warst immer verbunden, du hast dich immer als eins erlebt mit einem anderen Menschen, du warst nie getrennt. So, das habe ich auch in dieser ersten ein, zwei Stunden nicht erleben dürfen, sondern man hat mich schreien lassen, irgendwo separat von meiner Mutter. Ne? Das ist aber gut, also das ist gut. Es ist wertvoll, sich das als Beispiel, was ich für mich dann recherchiert habe. Und manchmal kann man das mit seinen Eltern nochmal besprechen und das gibt einem auch Verständnis vielleicht eben, wie du sagst, für warum reagiert mein Nervensystem manchmal in Situationen so, die total irrational sind. Ja, ich finde es wichtig. Wir haben uns das ja in unseren Bereichen, in unseren Seminaren wirklich auch zur Aufgabe gemacht, den Menschen das wieder zu erklären. Denn mir fällt einfach auf, die Menschen wissen das alles gar nicht. Also die wissen, viele Menschen glauben, sie haben psychische Probleme. Dabei ist es einfach eine ganz normale biologische Reaktion. Und das wieder zu verstehen, war auch für mein Leben eine absolute Erleuchtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich kapiert habe, dass meine Angstzustände gar kein psychisches Problem ist und dass ich nicht da ständig rumeiern muss, sondern dass es einfach ein biologisches Trauma ist, das da und da eben halt durch entstanden ist und das so und so zu heilen ist und ich auch genau den Weg gegangen bin, wo ich auch heil bin. Also das muss man erst einmal begreifen und das haben viele, viele Jahre Therapie eben halt nicht geschafft. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was wir der Welt schenken dürfen, auf jeden Fall. Klasse. Wow. Wenn man dich erreichen möchte, dann erreicht man dich in München. Du hast eine Praxis in München. Ja. Und du hast eine Website, stefanried.com oder was war das? Genau, .com, ne? Genau. Ried bitte mit TH schreiben. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal nach München zu kommen und eine osteopathische Behandlung bei dir zu machen. Ja, das ist mit Sicherheit eine spannende Erfahrung, so wie ich das gerade spüre.
aber auf jeden Fall mal sich bereichern zu lassen durch deine Podcast und deine Podcast-Themen. Und wenn jemand so eine Grundlage hat und dann ein Buch schreibt über Nackenprobleme und Faszienprobleme, dann hat das auch nochmal eine andere Tiefe, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil das ist hängt sehr, sehr nah zusammen. Und es geht ja auch immer um die Energie, die irgendwo drin ist. Also sprich in einem Buch oder in einem Podcast oder auch in so einem Gespräch. Und das ist für mich sehr, sehr präsent, sehr, sehr präsent, wirklich. Vielleicht lass uns zum Abschluss nochmal mit ein paar Sachen, vielleicht so die drei ganz großen Dinge, wenn wir jetzt vielleicht von dir mal drei, von mir mal drei, vielleicht sind es die gleichen. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, man ist selbst Mama oder Papa oder man ist selbst Mama oder Papa seines inneren Kindes und man möchte sein Leben da ein bisschen achtsamer ausrichten. Vielleicht haben wir das eine oder andere eben schon gesagt, okay, aber trotzdem nochmal gucken, so die drei Golden Nuggets. Worauf gilt es zu achten? Was ist heilsam? Vielleicht sagen wir es mal so, was ist heilsam? Ja. Kannst du damit was anfangen mit meinem Rumgestammel gerade, so was ich meine? Ich hab. Also was wir vorhin schon gesagt haben, ist, glaube ich, wichtig ist für Eltern, aber auch für dich, wenn du der Hüter deines eigenen inneren Kindes bist, Präsenz ist absolut natürlich essentiell. Also heißt was? Erklär mal. Wissen, glaube ich, was meinen wir damit mit Präsenz? Bestes Beispiel können wir wissenschaftlich auch für alle die eben hier so mehr mit dem Verstand unterwegs sind, wissenschaftlich, der Professor Spitzner hat erforscht, Kinder schreien mehr, wenn Eltern am Handy hängen. Ja. Warum ist das so? Ist das schlecht? Nein, es ist nur, das zieht die Präsenz ab. Wir sind nicht da in dem Moment, wir sind nicht in dem Moment für unser Kind voll verfügbar. Und Kinder sind da gnadenlos. Babys im ersten Lebensjahr sind gnadenlos, weil die sind pures Bewusstsein, die sind pure Präsenz. Und wenn wir das nicht erwidern, das ist eigentlich auch der Clou übrigens, warum die Eltern sich immer wundern, dass Kinder dann so gut auf einen Osteopathen, in dem Fall auf mich, reagieren. Ich tue nicht viel anderes. So, man versucht nur alles andere auszublenden und präsent zu sein. Und jetzt das Wichtige, das schafft man aber nicht, und deshalb finde ich es auch wichtig, sanft mit sich, mit seinem Kind oder mit sich als Eltern, seinem Perfektionismusanspruch, den ich bei mir auch sehr stark kenne, für sich, aber auch im Umgang mit seinem inneren Kind zu sein, nachsichtig und sanft zu sein, weil das kann kein Mensch, also kein normaler Mensch, der nicht einer der Heiligen geworden ist, perfekt durchhalten. So, und dann auch da wissen wir, wieder zurück zur Wissenschaftlichkeit, wir wissen, dass es für Kinder super wichtig ist, wenn du mindestens ein Drittel deines Tages für sie voll, oder der Zeit, die du mit ihnen verbringst, voll präsent bist. Das Gleiche würde ich denken, ist für dich auch gut. Also sei sanft mit dir. Du kannst das nicht zwingen, nicht permanent tun. Nur es ist gut und wichtig, einfach wichtige Ankerpunkte zu haben, wichtige Treffpunkte mit deinem Kind oder mit deinem inneren Kind. So, da mach einfach wirklich. Da braucht es vielleicht ein bisschen manchmal eine Selbstdisziplin. Andere nennen das Selbstliebe, aber ich finde Selbstdisziplin wichtig. Das hat mir mehr geholfen als das Selbstliebe-Geschwurbel-Konzept, sondern für mich so viel Achtung, so viel Respekt mitzubringen oder für meine Kinder, dass ich sage, klar, ich könnte gerade auch, wenn ich dem nachgeben würde, könnte ich auch was anderes tun, aber mich zu disziplinieren. Also das wären so die drei Sachen. Präsenz, sanft auch mit sich sein und nachsichtig, das ist heute, viele Leute sind sehr hart auch mit sich und vielleicht ein Stückchen weit diese Idee von Kuschel-Selbstliebe aufzugeben und zu sagen, diese kleine Selbstdisziplin sich ein bisschen sanft an den Zügeln zu nehmen. Ja. Wow, super. Und dann war sogar noch ein viertes da, das möchte ich auch direkt mal aufgreifen. Dieser Punkt Respekt, den du eben gerade mit reingebracht hast, ein respektvoller Umgang. Und da fällt mir sogar noch ein, also respektvoll natürlich sich selbst gegenüber, das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, aber wenigstens doch bitte respektvoll diesem göttlichen Wesen gegenüber, das wir unser Kind nennen oder das Kind der Nachbarin nennen. Ja, weil das sind kleine Götter, die da rumlaufen. Und nur weil man das selber vergessen hat, dass man selbst das auch ist, heißt das ja nicht, dass man das bei anderen auch vergessen muss. Vielleicht kann man das ist so cool. Also das ist wirklich, kann jeder machen, einfach jetzt rausgehen und auch wenn man keine eigenen Kinder hast, aber wenn du jetzt irgendwie die Straße gehst und dann guckst du einfach mal dem Kind in die Augen und sagst mal Hallo. Also oder wenn die auf dem Weg zur Schule sind, also die erschrecken manchmal. Wenn ich morgens, ich kann das nicht anders, ich gehe da aus der Tür und
oder auf dem Fußballplatz meiner Kinder, dann sage ich zu allen. Ne? Und aber das da erschrecken die, das kennen die fast gar nicht mehr. Oder du kriegst ja was zurück, du kriegst ein Riesengeschenk zurück, wenn du das machst. Ja, weil da ist das auch noch näher dran, ne, an der Natur, so ein bisschen, an dieser Wahrnehmung, ne. Das erinnert mich jetzt natürlich an diesen, weil ich habe gerade über das Göttliche gesprochen, an diesen Spiri-Spruch aus der Yoga-Szene, den ich kann es nicht leiden, aber das Namaste, ne. Ich sehe das Grüße, das Göttliche in dir, aber im Grunde genommen ist es das, ja. Ich würde dem manchmal gerne einen anderen Namen geben, damit es nicht so missbraucht ist, wie es halt ist, ne. Aber, tatsächlich darum geht es. Für mich wäre noch wichtig, so von den Golden Nuggets tatsächlich zu gucken, dass ich immer im Kopf habe, das Wichtigste, was ich drin, mein Kind braucht und das Kind, das ich selber habe oder auch das Nachbarskind ist, tatsächlich einen sicheren Raum, ja. Dass ich also dafür sorge, dass mein Kind sich sicher fühlt, ja. Sicher fühlt vor Bedrohungen und auch durch Präsenz natürlich, das heißt, das Dasein, das gibt ja schon extrem viel Sicherheit. Ich meine, wir sehen das sofort, wenn einem Kind was passiert ist, der erste Impuls ist zu Mama laufen und Schutz suchen und in den Arm nehmen und so weiter. Und ich erlebe das oft bei Eltern, wenn das Kind verunsichert ist, dass die Eltern dann anfangen rumzudiskutieren mit dem Kind. Das Kind braucht eine Umarmung, keine Diskussion. Ja, es ist, aber das wäre eine Sache. Und dann fällt mir noch ein, vielleicht zum Abschluss auch, wenn die Kinder etwas größer sind, tatsächlich eine Form der Kommunikation finden. Eine Kommunikation, die tatsächlich respektvoll ist, die sicher ist. Eine Kommunikation, wo Bedürfnisse Raum haben. Und da würde ich hier, ohne dass wir jetzt ein neues Podcast-Thema aufreißen, wo wir bestimmt auch einiges zu sagen hätten, da würde ich hier tatsächlich, glaube ich, werde mir mal einen guten Gast suchen für einen Podcast zum Thema GFK, gewaltfreie Kommunikation, dass wir tatsächlich lernen, wieder respektvoll wir Menschen miteinander umzugehen und dem Verständnis, was der andere ist und was ich bin. Stefan, ich glaube, jetzt sage ich zum 12. Mal, wie es mich berührt. Ein toller Podcast. Wow. Hat mich in Welten gerade auch wieder reingebracht, wo ich gar nicht mehr so bewusst lange unterwegs war. Das ist toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Man findet auf deiner Website alle Infos zu dir, ne? Wir packen alles nochmal in die Shownotes. Wir packen auch dein Buch in die Shownotes. Wir packen auch, ich schreibe mir das gleich mal alles auf, Buch, dein Podcast natürlich in die Shownotes, deine Website in die Shownotes. Gibt es sonst noch was du anbietest oder wo du sagst, da hätte ich was, das würde gut tun in dem Bereich? Ich hab jetzt nicht alles studiert, was du... Das Buch ist derzeit... das ist sozusagen mein letztes Machwerk. Wir arbeiten gerade an etwas, was Kinderblüte-Podcast auch in eine Buchform packt. Das wird im März nächsten Jahres wahrscheinlich erscheinen im Schima-Verlag bei der Kollegin Linder. Ja. Das ist gerade in der Mache und wer da Lust drauf hat, ich teile eben auch über einen Newsletter regelmäßig super Informationen, da kann sich jeder eintragen. Also sind die nächsten tollen Projekte. Sehr schön. Ja, du hast einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal auch, möchte ich mal gleich darauf hinweisen. Da werde ich mich noch ein bisschen beraten lassen vom Stefan. Freue mich schon drauf. Schöne Website, tollen Instagram-Kanal, viele Follower, toll aufgebaut, tolle Themen. Also das packen wir alles in die Shownotes. Insta schreibe ich mir auch nochmal auf. Und dann freue ich mich für deine Zeit, für dein Dasein, für deine, vor allen Dingen deine Präsenz hier. Ich bedanke mich für die Begegnung. Also auch wenn wir uns nicht jetzt, ne, wie du das vorhin beschrieben hast, ich hatte auch mehrfach Gänsehaut. Vielen Dank. Sehr schön. Dann wünschen wir, dass ihr das auch alle habt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn es jetzt bei YouTube gesehen wird, auch der YouTube-Beitrag gefallen hat, bitte, bitte gibt's weiter an Freunde, Bekannte. Wir wollen ein Stück weit auch mit unserem Tun natürlich die Welt verbessern, verändern. Wir wollen etwas weitergeben, damit Menschen da wacher werden, wo es ihnen einfach gut tut, wo wir merken, wo wir mehr Glück, mehr Wohlbefinden gewinnen können, wo wir einfach uns gegenseitig gut tun, damit wir mehr vom Leben haben. Und deswegen mein Wunsch, meine Bitte, gibt's weiter. Macht tolle Bewertungen bei iTunes und was man heutzutage alles machen kann. Follower, Herzchen, Daumen hoch, tralala. Alles das sorgt dafür über Algorithmen. Ja, bin ja froh, wenn ich das Zeug aussprechen kann, dass solche Dinge einfach mehr gesehen werden. Und ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die davon jetzt heute sehr, sehr profitieren. Dankeschön. Bis bald.